Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe Ihres TV-Magazins Mai Speyer. Ich bin Rainer Bach und das sind die Themen heute. Der Ratschlag, Tipps für sicheres Radfahren. Die künftige Ausstellung des Historischen Museums Richard Löwenherz wird vorgestellt. 50 Jahre Schwertgymnasium und es geht um ein Filmprojekt, mit dem sich zwei junge Menschen aus der Speyerer Umgebung zurzeit befassen. Hive Wittriebe. Unser erster Beitrag, Ratschlag. Hier geht es um sicheres Fahren mit dem Fahrrad. Eine Verkehrsinsel, wie wir sie kennen. Sie erleichtert Fußgängern das sichere Überqueren der Fahrbahn und beruhigt den fließenden Verkehr. Was die wenigsten wissen, in dieser Engstelle dürfen Radfahrer nicht überholt werden, denn der Platz reicht für einen Sicherheitsabstand nicht aus. Dieser Autofahrer hat es eilig und macht sich um die Sicherheit des vor ihm fahrenden Radfahrers gerade keine Gedanken. Mann, fahr doch! Okay, schauen wir uns das nochmal in Ruhe an. Der Abstand zwischen Radfahrer und überholendem Fahrzeug beträgt hier etwa einen Meter. Der vorgeschriebene Sicherheitsabstand beträgt aber mindestens 1,50 Meter. Befördert der Radfahrer kleine Kinder, sind sogar 2 Meter erforderlich. Außerdem steht es jedem Radfahrer zu, bis zu 1 Meter vom Bordstein Abstand zu halten. Das schafft Sicherheit, um in Notfällen immer noch ausweichen zu können. Fassen wir also zusammen. 1 Meter Abstand zum Bordstein, etwa 80 cm für die Breite des Radfahrers, plus den hier geltenden Sicherheitsabstand von 1,50 Meter. Damit nimmt allein der Radfahrer mit seinen Sicherheitszonen bis zu 3,30 Meter der Fahrbahnbreite ein. Nimmt man jetzt noch ca. 2 Meter Fahrzeugbreite hinzu, ergibt das eine benötigte Fahrbahnbreite von über 5 Metern. Es wird deutlich, dass der Platz in der Engstelle für ein ordnungsgemäßes Überholen nicht ausreicht. Wie kann sich der Radfahrer hier nun verhalten, um für seine eigene Sicherheit zu sorgen? Zunächst mit Schulterblick eine Übersicht nach hinten verschaffen. Dann mit Handzeichen signalisieren, dass man nun weiter in der Mitte fährt. Na gut, dann fahr halt. Dem Autofahrer ist zuzumuten, langsam hinter dem Radfahrer herzufahren. Sicherheit geht vor. Polizei und Rettungsfahrzeugen im Einsatz macht man natürlich wie immer Platz. Bei mir jetzt hier Marco Schneider vom Produktionsteam Ratschlag. Herr Schneider, was ist Ratschlag? Also Ratschlag ist eine Ratgebersendung, die wir produziert haben, um dem Radfahrer ein paar sichere Verhaltensweisen an die Hand zu geben, wenn gefährliche Situationen im alltäglichen Straßenverkehr auftauchen. In der ersten Folge haben wir uns darauf fokussiert, wenn der Autofahrer ein Fehlverhalten zeigt, wie der Radfahrer damit darauf reagieren kann und wie er sich sicherer verhalten kann. Deswegen beleuchten wir zunächst in jeder Folge erstmal die fehlerhafte Situation, schauen sie uns genau an und am Ende geben wir den Ratschlag, wie man es nächstes Mal besser machen kann. Es ist noch eine zweite Folge geplant,
Da werden wir dann gerechterweise auch auf das Fehlverhalten von Radfahrern im alltäglichen Straßenverkehr eingehen. Und wir werben auch für ein mehr Verständnis auf beiden Seiten. Wir werden auch die Seite des Autofahrers dann zeigen, wenn zum Beispiel ein Radfahrer auf der falschen Seite entgegenkommt. Sie haben ja eigentlich jetzt schon die Frage abgenommen. Gibt es weitere Produktionen, Ratschlag? Sie haben jetzt von der zweiten Produktion gesprochen. Ja. Aber soll es auch noch weitere geben? Dritte, vierte, fünfte? Wir bleiben dran. Ich hoffe, das ist soweit. Das können wir ja immer wunderbar im offenen Kanal bringen. Aber das noch eine Frage, wer gehört denn zu diesem Team Ratschlag? Produktionsteam natürlich. Ne? Zum Produktionsteam gehört der Fahrradbeauftragte der Stadt Speyer, das ist der Karl-Heinz Hepper. Und der Hans Wels, der Seniortrainer für Radtouren macht. Und die beiden sind zum offenen Kanal gekommen und haben sich gewünscht, etwas mehr für die Radfahrsicherheit zu tun. Und da haben wir uns sozusagen gefunden und daraus ist dann auch dieser Beitrag entstanden. Danke, Marco Schneider vom Produktionsteam Ratschlag. Überall im Stadtgebiet Speyer hängen und stehen Plakate, die nicht nur auf die Bundestagswahlen am 24. September diesen Jahres hinweisen, sondern es gibt auch Plakate, die auf eine Ausstellung im Historischen Museum in Speyer hinweisen, nämlich auf die Ausstellung Richard Löwenherz. Wolfgang Schuch stellt uns diese Thematik in einem kleinen Beitrag vor. Das ist die Trefelsburganlage bei Annweiler. Hier war der englische König Richard Löwenherz im Jahre 1193 gefangen und kam erst nach Zahlung eines Lösegeldes frei. Mehr dazu später. Die Burg habe ich mit Videokamera und Kopter besucht. Nun gut, der Besuch auf der Burg Trefels ist ein Vorgriff auf die Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz. Am 25. August konnte ich Julia Kling vom Ausstellungsteam befragen. Also diese Idee zur Ausstellung, die gibt es schon sehr lange. Das heißt, es ist ein Projekt, das schon viele Jahre in der Vorbereitung ist. Und der Gedanke war dabei, dass man eben auf der einen Seite einen sehr schönen regionalen Anknüpfungspunkt hat, weil Richard Löwenherz eben hier in der Pfalz auch in Gefangenschaft war, also tatsächlich vor Ort war. Und auf der anderen Seite eben als einer der bekanntesten Könige des europäischen Mittelalters eben auch einfach über alle Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Was ist denn an diesen Menschen so interessant, dass da eine Landesausstellung draus wird? Die Idee bei einer Landesausstellung ist ja eben auch, dass der regionale Aspekt bedient werden kann, eben hier mit dem Bezug zur Pfalz, aber gleichzeitig der Inhalt der Ausstellung auch eine überregionale Bedeutung haben sollte. Und das ist bei Richard Löwenherz eben sehr schön gegeben. Ja, die Gefangennahme auf der Burg Trefels, wie waren dann seine Haftbedingungen? Hat er bei Wasser oder Brot kleben müssen? Also die Haftbedingungen scheinen nach den Quellen gar nicht so schlimm gewesen zu sein, zumindest für den Großteil seiner Haftzeit. Es gibt auch Quellen, in denen er selbst zitiert wird, wo er gesagt hat, dass er die meiste Zeit über mit Respekt und ehrenvoll behandelt wurde. Es gibt aber eben diese Phase, in der er auf der Burg Trefels gebracht wurde. Das waren zwar nur etwa 3 Wochen, wo er dort gefangen gehalten wurde, aber da scheint er eben doch deutlich stärker isoliert gewesen zu sein und deutlich stärker bewacht. Allerdings war er nie in einem Verlies oder Ähnlichem untergebracht, sondern er durfte eben nicht leben, wie ein König normalerweise lebt. Genau, also die meisten Leute kennen ja Richard Löwenherz eher als englischen König, was aber ein bisschen eine Schieflage ist, weil er eben durch seinen Vater Herrscher des großen angevinischen Reichs wurde, das eben auch riesige Landesteile in Frankreich sein eigen nannte. Und dadurch entstand die seltsame Situation, dass Richard Löwenherz für die Landesteile in Frankreich eigentlich Lehnsmann des französischen Königs war, aber letztlich viel mehr Gebiete und viel mehr Ressourcen hatte als der französische König selbst. Und dadurch entsteht dann auch diese Konfliktsituation, die sich über seine gesamte Herrschaft hingezogen hat, in der sich mit dem französischen König Philipp Augustus eben auch immer wieder um Gebiete gestritten hat. Das Lösegeld ist erwähnt, soll anschließend in England kein Silber mehr gegeben haben oder keine Silberfunde mehr. Das war tatsächlich ein sehr großes Problem, diese 23 Tonnen Silber zusammenzubekommen. Und so ist es tatsächlich passiert, dass in England ein großer Teil der Kirchenschätze einfach transferiert wurde ins Reich. Und deshalb gibt es aus dieser Zeit tatsächlich in England so gut wie keine Kirchenschätze mehr.
Also Richard war einer der Hauptakteure in diesem dritten Kreuzzug. Er kam ja gegenüber, also im Vergleich zu den anderen, erst relativ spät ins Heilige Land, aber ziemlich pünktlich, um dann gleich die Eroberung von Akkon maßgeblich mitzuführen. Es zeigen sich im Heiligen Land so ein bisschen zwei Seiten seines Charakters. Auf der einen Seite natürlich der Held, der mitten im Kampf immer mitten in der größten Schlacht mit dabei war, und auf der anderen Seite aber auch ein sehr impulsiver und teilweise auch sehr aggressiver Charakter, der beispielsweise auch verantwortlich ist für ein Massaker an muslimischen Gefangenen in Akkon. Und deswegen, man hat immer diese zwei Seiten. Dann wiederum, wie Sie angesprochen haben, schließt er mit Saladin, dem dortigen Herrscher, dann einen Waffenstillstand, weil er es nicht schafft, Jerusalem zu erobern. Und so hat man immer so ein bisschen die beiden Seiten, den Kämpfer und aber auch gleichzeitig diese diplomatischen Bemühungen. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir eine ganze Bandbreite von sehr europäischen Leihgaben haben, also aus England, Frankreich, Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden. Das ist eine ganz, ganz große Zusammenkunft von verschiedenen Leihgebern. Wir freuen uns, dass wir Leihgaben aus der British Library bekommen, aus dem Louvre, aus ganz großen Einrichtungen aus Europa, darunter eben Manuskripte, beispielsweise von Matthew Paris, die, soweit wir wissen, in Deutschland noch nie gezeigt wurden in einer Ausstellung. Kunstwerke aus dieser Zeit auch, wie zum Beispiel das Kreuz Heinrichs des Löwen aus dem Dommuseum in Hildesheim. Damit werden eben auch europäische Verwebungen gezeigt unter den Dynastien. Wir bekommen eine Originalausgabe der Magna Carta, das ist für uns natürlich auch etwas ganz Besonderes. Und in Bezug auf Richard freuen wir uns sehr, dass wir aus Paris, aus dem Musée des Monuments Français, drei Abgüsse, historische Abgüsse von den Grabplatten von Richard und seinen Eltern bekommen. Und ganz nah an Richard kommen wir natürlich, weil wir das Bleikästchen zeigen können, in dem das tatsächliche Herz, das Löwenherz, bestattet wurde. Es gibt natürlich ein Rahmenprogramm zu dieser Ausstellung. Was gibt es da alles zu sehen, zu hören? Also wir sind sehr froh darüber, dass wir hier in der Region auch im Vorfeld schon der Ausstellung sehr stark unterstützt werden. Es wird sehr viele Veranstaltungen geben, es wird Lesungen geben, Kochkurse, mittelalterliche Kochkurse und dergleichen. Mittelalterliche Musik? Mittelalterliche Musik, genau, das auch. Es wird eine Aktionswoche Ende Oktober geben in Speyer, in der die Einzelhändler in der Altstadt sich auch unter dem Motto Richard Löwenherz präsentieren werden, mit einem Schaufensterwettbewerb. Und wir haben auch ein bisschen außerhalb von Speyer Kooperationspartner. Beispielsweise wird es in Worms eine spezielle Stadtführung mit Bezug zu Richard Löwenherz geben. Die Beziehungen zu Worms bestehen also, zwischen Speyer und Worms bestehen also nicht nur über den Luther. Nein, auch über Richard Löwenherz. Das ist eben auch ein Teil der Gefangenschaftsgeschichte, dass er ja hier in der Region während seiner Gefangenschaft ziemlich rumgekommen ist. Also in Speyer, Worms und Mainz. Ja, was ist Ihre Rolle als Volontärin hier bei dieser Ausstellung oder im ganzen Team? Also ich habe jetzt in den letzten eineinhalb Jahren das Team unterstützt, zuerst bei der Recherche bei der Recherche nach Leihgaben und in der letzten Zeit bei der Bildrecherche für Ausstellungskatalog und Ausstellung. Und als Volontär hat man eben die Aufgabe, einfach überall ein bisschen dabei zu sein. Von daher hoffe ich, dass ich jetzt auch bei der Ausstellung eben den praktischen Teil so richtig mitbekomme. Danke, Wolfgang Schuch, für diese Vorstellung der Ausstellung Richard Löwenherz. Richard Löwenherz habe ich gesehen hier, ein Etikett auf der Flasche von Richard Löwenherz. Wolfgang, erzähl mal, was hat es mit dieser Flasche auf sich? Ja, ich habe auch was mitgebracht, nämlich den Richard Löwenherz Wein. Da gießen wir mal ein bisschen ein. Hat der den immer getrunken? Oder? Mal langsam, erst probieren. Also, du darfst für dich ruhig voll machen, ne? Für mich nur einen kleinen Schluck. Danke, das reicht. Ich darf nämlich noch moderieren, ne? Nicht, dass ich nachher hier rumturne. Ja, ist es so ein Marketing-Gag natürlich, wie bei verschiedenen Ausstellungen auch. Ne? Rot, ein Rotburgunder, rot wie das Blut des Recken. Ne? Ah, jawohl. Vielleicht. Ja, wie kommt man an den Wein? Den gibt es im Museumsshop. Ah, schön, gut. Dann kann ich, wenn ich hier fertig bin... Ist natürlich kein französischer Wein. Ne? Also wie gesagt, Richard Löwenherz hat ja überwiegend seine Zeit in Frankreich, in dem heutigen Frankreich, müssen wir sagen, gelebt und gekämpft und so weiter und so fort. Ne? Und war der Herrscher von Aquitanien. Ne? Aber der Wein ist aus der Pfalz. Ne? Ja gut, vielleicht hat er auch um am Trifels
Pfälzerwoll kriegt, als er dort gefangen war. Man hört, man sagt, also er wäre ein guter Trinker gewesen. Ne? Er hätte also schon manchen Recken unter den Tisch gesoffen, dann auf dem Drehfels. Ne? Da hat er also auch die Haft überstanden. Ja, Wolfgang, dann sage ich mal, Prost. Vielen Dank, zum Wohl. So, das hat man natürlich noch nie, dass wir im Studio Wein getrunken haben. Wolfgang, vielen Dank. Am 14. September steht ein Jubiläum hier in Speyer ins Haus. 50 Jahre Friedrich-Magnum-Schwert-Gymnasium. Der Schüler dieser Schule, Martin Kuznetsov, der konnte den Rektor zum Interview gewinnen und hat uns ein paar beeindruckende Bilder aus dem Gymnasium mitgebracht. Bitte. Ja, ich weiß. Viele Leute hassen die Schule. Aber nun, ich gehe jetzt zur Schule und habe in etwa die Hälfte meiner Kindheit hier verbracht. Aber es geht um etwas anderes. Das alles hier nehme ich gerade auf, weil meine Schule bald ein 50-Jahre-Jubiläum feiert. Um sowohl etwas über die Geschichte der Schule, als auch über das Jubiläum selbst etwas zu erfahren, habe ich ein Interview mit unserem Schulleiter Herr Clemens gedreht. Dann danke sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview, um die Fragen zu beantworten. Sie sind ja der vierte Schulleiter der Schule. Dann wissen Sie wahrscheinlich auch, wie die Schule entstanden ist, zum Beispiel, keine Ahnung, aus welchem Grund oder so. Wir feiern jetzt gerade 50 Jahre diese Schule im neuen Gebäude drin. Es gab so zu Beginn der 1960er Jahre die Bestrebung und den Entschluss des Stadtrates, eine neue, separate Schule aufzubauen. Das hing damit zusammen, es gab zwar vorher im altsprachigen Gymnasium, dem heutigen Gymnasium am Kaiserdom, schon einen Zweig mit Schülern, die sich speziell eher den Naturwissenschaften verschrieben hatten. Aber dadurch, dass die Raumenge dort so groß war, hat man sich dazu entschlossen, ein eigenes Gebäude zu errichten. Und offiziell wurde die Schule 1966 dann als Schwertgymnasium gegründet. Aber tatsächlich gehen die Wurzeln wesentlich weiter. Man kann sagen, über 180 Jahre kann man schon die Entwicklungen beobachten, dass man neben den sprachlichen, speziell den altsprachlichen Akzenten, auch die naturwissenschaftlichen, mathematischen Akzente fördern wollte. Und daher gesehen kann man fast sagen, tendenziell besteht die Schule über 180 Jahre. Wie hat sich denn die Schule in der Zeit sowohl äußerlich als auch im Inneren weiterentwickelt? Also gerade vom Äußeren her hat sich sehr viel getan. Vor ungefähr 10, 11 Jahren wurde der gesamte äußere Rahmen der Schule verändert. Vorher waren Waschbetonplatten an der Fassade und die waren halt im Laufe der Zeit nicht mehr haltbar, sind zum Teil nach unten gestürzt. Und deshalb wurde die Schule komplett neu außen verkleidet und gleichzeitig in dem Zusammenhang auch energetisch neu gestaltet. Kamen neue Fenster rein, es wurden dicke Dämmschichten eingebaut und so weiter. Und das machte schon, was die Energieeffizienz betrifft, schon einiges aus. Darüber hinaus haben wir auch in den letzten Jahren praktisch alle naturwissenschaftlichen Räume komplett umgestaltet. Insbesondere diese älteren Räume, die noch als Stufensäle konzipiert waren, wurden dann verändert und wir haben dann die Stufen herausgenommen und haben stattdessen einen flachen Boden eingezogen. Und in diese Räume wurden dann gleichzeitig auch noch sogenannte Energiesäulen untergebracht mit Strom, Gleichstrom, auch normale Steckdosenspannungen und Gas und Wasser und so weiter, demnach was gebraucht wird in einzelnen Räumen, sodass dort um diese Inseln herum auch Schülertische gruppiert werden können und damit auch Schülerexperimente gemacht werden können und nicht nur vorne der Lehrer ein Experiment zeigt. Darüber hinaus hat sich natürlich auch die Ausrichtung schon ein wenig gewandelt. Ursprünglich war die Schule schon eben mathematisch-naturwissenschaftlich ausgerichtet, aber seit vielen Jahren gibt es ja grundsätzlich in Rheinland-Pfalz noch zwei Arten von Gymnasien, nämlich die altsprachlichen und die nicht altsprachlichen. Und die Fremdsprachen spielen bei uns heute eine genauso große Rolle wie auch der mathematisch-naturwissenschaftliche Zweig. Dann würde mich noch interessieren, die Schule wurde ja sozusagen für Friedrich Magnus Schwert gebaut.
Welchen Einfluss hatte er denn auf die Umgebung, zum Beispiel durch seine wissenschaftlichen Arbeiten oder seine Erfindungen? Schwert war zu seiner Zeit eine richtige Koryphäe, das kann man nicht anders sagen. Er hat sehr große Erfolge gehabt bei seinen Bemühungen, Präzision auch in die Naturwissenschaften reinzubringen. Das war so ein Aspekt, der weit über die Grenzen Speyers hinaus bekannt wurde. Und er hat in diesem Zusammenhang auch zum Beispiel die sogenannte kleine Speyerer Basis entwickelt. Das ist ein System, das es den Geodäten ermöglichte, bis noch in der Mitte des letzten Jahrhunderts, bevor das GPS-System so richtig Fuß fassen konnte, die Landvermessung auch durchzuführen. Vorher hatte man eine sehr große Basis nehmen müssen, und er hat eben gezeigt, wenn man sehr präzise Instrumente nimmt und die sehr präzise ausrichtet, dass man auch mit einer relativ kleinen Basis doch sehr präzise, sehr große Bereiche abdecken kann. Darüber hinaus war er auch als Physiker im Zusammenhang mit Optik sehr berühmt und hat auch eine ganze Reihe von Kongressen besucht, beziehungsweise große Leute, renommierte Leute kamen auch zu ihm und haben sich mit ihm auseinandergesetzt. Darüber hinaus ist er als Lehrer fast 60 Jahre, also 58, 57, 58 Jahre an einer Schule tätig gewesen. Und insofern kommt für ein naturwissenschaftliches Gymnasium, wie es damals geplant worden ist, und einen Lehrer, der auch dafür exzellente Noten bekommen hat, einen wunderbaren Zusammenhang. Die Fragen, die ich hier aufgeschrieben habe, habe ich mit einem sozusagen Klassenkameraden aufgeschrieben, und ihn würde interessieren, welcher Lehrer hier auf der Schule denn am längsten tätig ist. Also speziell fällt mir sofort ein, im Zusammenhang mit unserer Festschrift, die wir jetzt gerade herausgeben, die Frau Wessel, die ist zwar vor 3 Jahren pensioniert worden, aber Frau Wessel war 40 Jahre als Lehrerin hier und hat damit praktisch also ihr gesamtes Leben hier verbracht. Es gibt einige andere, die auch sehr, sehr lange hier sind. Mitgehört zum Beispiel mein Stellvertreter, der Herr Drum, zu denjenigen, die mit am längsten auch hier sind. Und andere sind eben in die Fußstapfen deren getreten, die in den letzten Jahren pensioniert worden sind. Wäre hier jetzt die wichtigste Frage zu diesem Jubiläum eben, auf welche Art und Weise haben Sie denn vor, das Ganze sozusagen zu feiern? Wir wollen das in 2 Etappen machen. Wir werden am 14. September einen Festakt in der Stadthalle haben, bei dem wir diese 50 Jahre einfach Revue passieren lassen wollen. Wir wollen das aber nicht nur mit Reden machen, sondern auch spielerisch Akzente zeigen, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben, also mit Musik, mit Theater und so weiter. Und dann wollen wir am 15. September, an diesem Freitag, ein großes Begegnungsschulfest gestalten, bei dem wir hoffen, möglichst viele Ehemalige auch hier begrüßen zu können. Wir werden das über verschiedene Wege kommunizieren. Und auch da wollen wir natürlich die letzten 50 Jahre, aber in einer lockeren Atmosphäre, dann nochmal Revue passieren lassen. Viele Schüler haben ja die Schule mit einem Abitur sozusagen verlassen. Und mich würde noch interessieren, haben Sie noch Kontakt, zumindest mit einigen von denen? Kontakte gibt es immer wieder. Man trifft sich in Speyer oder man trifft sich bei irgendwelchen Aktivitäten. Das, denke ich, ist ganz normal. Auch viele Kolleginnen und Kollegen haben eben gerade zu ihren ehemaligen Leistungskursen immer noch den einen oder anderen Kontakt. Wir haben aber auch versucht, das Ganze für alle ein Stück weit zu öffnen, indem wir an einem Samstag im September einen Begegnungsnachmittag anbieten für diejenigen, die sich mal in Speyer wiedergefunden haben zu Besuch oder vielleicht auch dauerhaft hier sind. Und dann kann man sich hier treffen und kann sich austauschen, auch mal sehen, was sich im Gebäude alles geändert hat. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Und das ist von daher eigentlich immer ein sehr schönes Geben und Nehmen, auch einfach mal zu hören, was aus den ehemaligen geworden ist. Davon abgesehen haben wir vor ein paar Jahren eine Reihe gestartet, Schwert und seine Nachfolger. Bei dieser Reihe ist es so, dass ehemalige Schwertschüler darüber berichten, was sie denn in ihrem Berufsleben jetzt gemacht haben hinterher. Wir hatten eine Journalistin hier, wir hatten jemand, der aus dem Nanotechnikbereich kommt, wir hatten Juristen schon hier. Also wir versuchen da eine große Bandbreite abzubilden, und wir werden jetzt im November einen Vortrag aus dem Bereich der Geschichte hier Speyer bzw. Elsass haben.
Gut, ja, das war's eigentlich dann schon. Dann nochmals danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für die Fragen und so weiter. Und tschüss. Vielen Dank. Jetzt steht bei mir nicht der Martin, der junger Schüler ist dieser Schule, sondern ein etwas, sage ich mal, älterer Schüler dieser Schule, Franz Ganninger. Der hat vor 50 Jahren sein Abitur gemacht, dort im Schwertgymnasium. Im Schwertgymnasium. Und wir waren, der Jahrgang war der allererste Jahrgang, der in seinem Zeugnis Friedrich-Magnus-Schwertgymnasium stehen hat. Das Zeugnis, ein Vierteljahr, das Halbjahreszeugnis, das waren Kurzschuljahre, ein Vierteljahr vorher, da stand noch naturwissenschaftliches Gymnasium drauf. Also genau in der Zeit, wo wir das Abitur gemacht haben, ist die Schule mit Schwertgymnasium benannt worden. Und dann kam es zum Umbau, ne, der Schule? Die Schule war fast fertig, ja. Aber umgezogen wurde erst in den Sommerferien. Ja. Dann waren wir schon entlassen. So, also 50 Jahre, vor 50 Jahren Abitur gemacht, dann denke ich, das ist einer derjenigen, die auch zum Jubiläum eingeladen werden. Ne? Ja, das liegt an meinem Direktor. Bis jetzt ist bei mir noch keine Einladung eingetroffen. Ist aber bestimmt jetzt ein neuer Rektor, ne? Ist nicht mehr der von damals. Nein, der von damals, der hieß Regel. Ja, der schön. Ist schon lange außer Dienst. Ja, gibt es in Speyer noch viele von dem Jahrgang, wo du auch... Also ich persönlich kenne jetzt spontan zwei, die in Speyer wohnen, im Umland, Schwetzingen, Waldsee, Limburger Hof und so weiter. Also im näheren Umland wohnen noch einige. Ja, wunderbar. Also gibt es doch noch ein paar von den alten Schülern hier in Speyer. Nicht nur der Franz Ganninger und auch der Martin. Es gibt noch mehr. Aber wir können uns vorhin schreiben, wir haben zwei Schüler vom Schwertgymnasium heute hier bei uns im Studio. Franz Ganninger, vielen Dank für dieses Gespräch. Bleib bitte noch ein bisschen bei uns stehen, denn das nächste Thema, eigentlich jetzt auch schon unser letztes Thema, da haben zwei junge Filmemacher aus der Umgebung von Speyer sich aufgemacht, einen Film zu produzieren, oder sie sind auch noch mittendrin. Und zum Beispiel das Ganze in den USA, aber mehr dazu können uns die Jungs selbst erzählen. Young MacDonald hat in Barberei, E-I-E-I-O. Und auf der Barberei hat und Gal, E-I-E-I-O. Mit a Nay-Nay-Do und a Nay-Nay-Da. Do a Nay-Da, a Nay, all a room a Nay-Nay. Young MacDonald hat in Barberei, E-I-E-I-O. Der Belschnickel muss immer dreckig sein. Immer dreckig. Dreckig und garstig. Kennst du Deutsch, Schwätzer? Well, I did say, kannst du Mega fangen? Yeah, I know. Kannst du Mega fangen? No, es du verdammt heiß da hin. Oh ja, ja, heilig Donnerwetterhammer. Was willst du, Hammer? Wenn du nicht Pennsylvania Deutsch bist, du bist nix. Ja, was du gut oder bist, das Jahr. Pig Stomach habe ich auch, Seymour habe ich auch in Deutschland gefunden. Ja, mit SSL 4 läuft hier. So, kannst du das auch verstehen? Und hierzu jetzt im Gespräch Wolfgang Schuch mit Benjamin Wagener. Ja, Benjamin, schönen guten Tag hier im offenen Kanal Speyer. Du bist ja hier kein Unbekannter, gell? Ja, kann man das, sagen, stimmt, ne? Das stimmt. Aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Du bist einer der Produzenten, die diesen Film derzeit machen. Ja. Hive wie Trive. Es ist dein erster, sage ich jetzt mal, größeres Filmprojekt.
Ja, also zumindest jetzt halt als Langspielfilm. Also wir haben ja einen 90-Minuten-Dokumentarfilm, den wir jetzt momentan produzieren. Und in der Größeordnung habe ich das auch noch nicht gemacht. Ja, da ist noch der Christian Schäger mit dabei. Wer ist denn das? Also Christian Schäger kenne ich auch schon lange. Also wir haben auch schon Projekte zusammen gemacht gehabt. Und er arbeitet halt hauptberuflich als Produzent und ist dann halt quasi zu dem Projekt dazugestoßen. Und wir machen zusammen die Regie bei dem Film. Wollen wir noch mal auf die Inhalte eingehen? Hive wie Trive, was ist Hive und was ist Trive? Das hängt vom Standort ab. So. Also letztendlich geht es ja darum, um diese pennsylvanisch-deutsche Sprache, das heißt um Pfälzer Auswanderer. Wann sind denn die ausgewandert? Vor 300 Jahren etwa. Also es war so 1683 fing das an. Da sind die Pfälzer nach Pennsylvania ausgewandert und haben dort ihre Kultur und auch ihre Sprache bis heute erhalten. Und da gibt es halt noch ganz viel zu entdecken, was mit der Pfalz zu tun hat. Und so kam halt die Idee, dass wir nach Amerika reisen und da auf Spurensuche gehen und mal gucken, was entdeckt man alles, was wir hier aus der Pfalz kennen. Und auf der anderen Seite, wir haben ja unseren Hauptprotagonist, Douglas Maidenford, den wollten wir nach Deutschland dann noch holen. Was kommen wir noch später mal drauf. Ne? Wie seid ihr denn auf das Thema gekommen? Das war eigentlich durch Zufall, bin ich drüber gestolpert, dass es Pennsylvania Dutch gibt, diese Sprache, und dass die ganz eng verwandt mit dem Pfälzischen ist. Und nachdem ich ein bisschen recherchiert hatte, habe ich gemerkt, okay, es gibt dazu gar keinen Dokumentarfilm. Also es gibt nur kurze Videoclips, die man dazu findet. Das ist sozusagen ein weißer Flecken auf der Landkarte des Films. Genau, und da war halt die Idee, da ich schon eine eigene Produktionsfirma habe, naheliegend, dass man sagt, okay, wir machen da selbst was dazu. Ihr wart in den USA gewesen? Ja. Jetzt gerade im Sommer? Ja, genau. Wann genau? Ende Juni, Anfang Juli. Also wir haben vor 3 Wochen waren wir in Amerika. Ihr habt aber nicht nur in den USA gedreht, ihr habt auch in Deutschland gedreht. Genau. Also wir waren gesagt in der Pfalz, ne? Genau. Wir waren eine Woche waren wir dann noch hier unterwegs und haben dann verschiedene Leute getroffen, wo man dann halt quasi nochmal den anderen Blickwinkel nochmal beleuchten könnte, weil wir ja einen Amerikaner hierher geholt hatten und der erkundet dann auch die Pfalz und versucht dann mal ein bisschen was zu entdecken. Wir haben jetzt in den Beispielen, in dem kleinen kurzen Trailer, ein paar Sprachbeispiele gesehen. Die haben ihre Sprache erhalten, aber inzwischen zwischen 17. bis 18. Jahrhundert und dem 20. und 21. Jahrhundert sind ja ein paar neue Wörter entstanden, zum Beispiel. Ja, also zum Beispiel Fernseher ist zum Beispiel Gookbox bei denen. Gookbox, Also die haben da schon neue Begriffe quasi teilweise erfunden, teilweise hat sich auch die Bedeutung ein bisschen geändert. Wenn man dann zum Beispiel einen Amish trifft, weil die Amische sprechen die auch Amish dieses People, Pennsylvania Dutch tatsächlich, also da ist es ganz weit verbreitet. Das ist die erste Sprache, die sie sprechen. Und wenn da ein Amish seine Familie vorstellt und sagt, ah, hier ist meine Tochter, die ist ein bisschen blöd, könnte er zum Beispiel sagen. Und das ist, man denkt dann natürlich, der ist ein bisschen unhöflich, ein bisschen komisch, wenn er über seine Tochter redet. Aber es ist tatsächlich dort schüchtern. Also es bedeutet schüchtern bei der Pennsylvania Dutch. Da ist eine klare Sprachverschiebung. Amish People, was sind das für Menschen? Da muss man mal gucken. Also es gibt letztendlich 3 große Gruppen, die dieses Pennsylvania Dutch sprechen. Ja. Das sind einmal die Amische, die Mennonite und die Lutheraner. Mhm. Amische sind eigentlich die Menschen, die noch wie vor 200 Jahren leben. Man kennt es vielleicht aus Filmen oder aus Beiträge. Die in der Regel in der Landwirtschaft arbeiten, ne? Genau, die haben oder oft ihre eigene Farme, genau. Die Bauerei. Die Bauerei, genau. Und sind da wirklich noch mit Kutsche, mit Pferdekutsche unterwegs. Ja. Also die haben dann oft auch gar keine Elektrizität oder nutzen die nicht und aus religiösen Gründen quasi leben die wirklich noch wie vor 200 Jahren. Mennonite wiederum, da ist es oft auch so ähnlich. Das ist so ein bisschen so die, ich würde es als die mildere Form davon bezeichnen. Aber die haben teilweise auch noch mit Pferdekutsche sind ja noch tatsächlich unterwegs. Und dann gibt es noch die Lutheraner. Und die Lutheraner leben halt wie ganz normale Amerikaner. Das sind im Prinzip das Protestante. Mhm. Und die Gruppe der Lutheraner ist halt am Aussterben. Also die, wo Pennsylvania Dutch sprechen. Mhm. So, das wird halt immer weniger. Da gibt es noch so 10.000 bis 15.000, die es wirklich sprechen können, das Pennsylvania Dutch. Das hat mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg zu tun, weil da war es dann auf einmal verpönt, Deutsch zu sprechen. Und deswegen ist es immer mehr zurückgegangen. Ja, wir hatten mal in den Kulturtagen eine Band da gehabt, die New Pulse Band. New Pulse Band, muss man eigentlich genauer sagen. Ne? Die Lieder in diesem Pennsylvania Deutsch sprechen und die dann einerseits typisch war das gerollte R, das American R, so die Aussprache ist das schon so ähnlich, ne? Aber die auch in einem Lied besonders betont haben, dass sie dem Uncle Sam treu sind. Wie sieht's, also sie fühlen sich als Amerikaner oder sie fühlen sich als Deutsche? Sie fühlen sich schon in
erster Linie, also erstmal als Amerikaner, so, die auch so patriotisch sind. Allerdings sind sie auch sich ihrer deutschen Wurzel bewusst und sind auch dort drauf stolz. Also sie sind dann auch wirklich, sie sehen sich so als amerikanische Deutsche, würde ich sagen. Diese typische amerikanische Gesellschaft, die multikulturell ist, ne? Wo jede Kultur oftmals ihre Eigenarten bewahrt, ne? Aber dann zusammen sich als Amerikaner verstehen, glaube ich. Ja, ne? Wobei halt das schon so eine eigene Gruppe noch ist. So die sie fühlen sich, also sie sagen selbst von sich öfter, wenn man nicht Pennsylvania Deutsch ist, ist man nichts. Also es ist, halt, es ist schon so ein eigenes, sie sind schon stolz drauf auf ihre, auf ihre Kultur, die sich erhalten. Ja, jetzt interessant, wie soll es denn mit dem Filmprojekt weitergehen? Was ist momentan in der Mache? Ja gut, momentan sind wir noch in der Postproduktion. Also wir haben ja insgesamt, es waren ja über 20 Drehtage, die wir hatten. Genau, also wir sind im Schnitt halt vom Film, genau. Man darf nicht vergessen, der Film soll erst im nächstes Jahr im Frühjahr rauskommen. Also, weil wir brauchen einfach noch die Zeit, um dann tatsächlich das ganze Material zu sichten, zu schneiden, zu bearbeiten und Farbkorrektur zu machen, Sounddesign zu machen. Also das ist schon noch ein recht großer Aufwand, der da ist. Und im Frühjahr soll er dann, Frühjahr 2018, soll er dann in die regionalen Kinos hier kommen, also in der Pfalz. Ist es eine Low-Budget-Produktion? Ja, ja, muss, kann, ja schon. Aber, also aber wir auch haben, eine Low-Budget-Produktion kostet Geld, ne? Ja, natürlich. Also jetzt mal, wir haben vorher im Vorgespräch gesagt, ja, das Fundraising dazu, das läuft jetzt aus. Also groß Werbung für Fundraising kann man nicht mehr machen, ne? Ja. Aber wie sieht es denn aus? Habt ihr denn unterstützt oder sind denn Chancen dazu, dass jemand den Film in den Vertrieb nimmt oder eventuell das Fernsehen Interesse hat im Rahmen der Dokumentarfilme? Da sind wir noch dran. Also das tatsächlich haben wir, wir haben ja verschiedene Stiftungen zum Beispiel, die uns unterstützen. Mhm. Wir haben einen Förderverein aus Hörth zum Beispiel, der uns auch nochmal unterstützt. Die Kulturstiftung Rheinland-Pfalz ist so unser größter Unterstützer, den wir zum Beispiel haben. Wir sind tatsächlich immer noch auf der Suche nach Sponsoren, sind am Abgucken. Und wir wollen auch versuchen, das tatsächlich auch an der SWR ranzutragen. Aber da weiß man natürlich nicht, wie das da aussieht. Muss man mal gucken. Ja, es war mal die Rede von Hörth gewesen. Ne? In Hörth stand ein Bauernhaus, das dann in die USA transportiert wurde. Genau, das war ein Fachwerkhaus, das dort stand. Und es wurde komplett abgebaut, wurde nach Amerika gebracht und wurde 1:1 wieder aufgebaut. Und das war in diesem Frontier Culture Museum in Staunton, da steht es jetzt. Und da waren wir dann auch und haben dann quasi uns das Bauernhaus dort angeguckt, weil das ist so gedacht gewesen, dass die Amerikaner was über ihre Wurzeln dort kennenlernen können. Das ist so ein Freilichtmuseum und das sind wirklich Leute, die so als Schauspieler, sage ich mal, so leben, wie damals die Leute in Europa gelebt haben, als sie ausgewandert sind. Und da ist halt wie so ein kleines deutsches Dorf, würde ich es nennen, wo dann halt dieses Haus steht, wo dann halt dann quasi jemand in der Küche arbeitet. Ah, und da. Ja, der Herr Mayford heißt er? Maidenford. Maidenford. Douglas Maidenford, Maidenford, ja. Genau. Denn der vorhin erwähnt wurde, ist, welche Rolle hat er in dem Film? Also Doug gehört zu den Lutheranern, die ich vorhin erwähnt hatte, also zu der Gruppe. Und er spricht Pennsylvania Dutch und Englisch natürlich. Und er bemüht sich eigentlich auch darum, dass die Sprache erhalten bleibt und da noch wächst, sage ich mal, oder wieder. Das ist sozusagen der Protagonist. Genau, drin, er ist unser Hauptdarsteller. Also wir wollten halt durch seine Augen quasi einmal die Pennsylvania erkunden oder die Kultur dort erkunden. Und dann quasi haben wir ihn noch nach Deutschland geholt und haben mit ihm dann die Pfalz erkundet, wo er nochmal gucken konnte, was ist gleich, was hat sich verändert. Wie sieht es da aus? Ja, wir hatten vorhin kurz gesprochen, deine Vergangenheit liegt auch im offenen Kanal Speyer. Mit was ging das denn eigentlich an? Wellensieg-Videopreis, kann ich mich erinnern. Genau, ich habe damals beim Wellensieg-Videopreis mitgemacht, vor 10, 12 Jahren, schätze ich mal. Also schon ein bisschen länger her. So. Und und habe da mehrmals sogar mitgemacht gehabt. So. Und da hat sich schon einiges entwickelt. Du bist inzwischen im professionellen Bereich, Filmbereich gelandet. Ja. Was für Produktionen machst du denn so? Also vorwiegend mache ich Imagefilme oder Berichterstattungen. Also so im Prinzip kann das sein von Firmen oder von Projekten, die anstehen, wo ein Imagefilm entstehen soll, wo halt das Projekt vorgestellt wird oder die Funktionsweise von was erklärt werden soll. Und oft auch halt auch Berichterstattungen, Germersheim, wie zum Beispiel für die Stadt Germersheim mache ich recht viele Sachen, für das Verkehrsministerium Baden-Württemberg. Ihr hattet ja heute so über das Fahrrad, Thema Fahrrad, das passt ganz gut, weil ich mache auch immer Radkultur für das Verkehrsministerium Baden-Württemberg, habe ich auch schon ganz viele Berichte gemacht und Filme zum Thema Fahrradfahren. Und auch bei der LMK tätig? Genau, als Referent, für die LMK,
für das BZBM. Für die Landesmedienanstalt, müssen wir sagen, also das Bildungszentrum Bürgermedien, BZBM. Ja. Genau, ja. Genau, also so für verschiedene Träger, auch für medienundbildung.com gibt es ja auch noch, wo ich dann halt einfach Seminare mache oder Workshops mache oder halt auch mit Kindern teilweise so Jugendprojekte, sage ich mal, wo ich dann halt einfach Workshops gebe. Ja, nun, meine Damen und Herren, wir wären am Ende unseres Magazins Mai Speyer. Aber ich möchte mich nicht von Ihnen verabschieden, um nochmal auf das letzte Thema zurückzukommen. Pennsylvania-Deutsche, die gibt es tatsächlich, Amerikaner, die Deutsch sprechen. Auf der einen Seite haben sie die Treue geschworen dem amerikanischen Staat, auf der anderen Seite sind sie stolz, Deutsch zu sein. Und deswegen sehen und hören wir jetzt nochmal die New Pulse Band. Schaue Himmelslicht.